Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Rasenfarbe. Wann setzt man Rasenfarbe auf dem Rasen ein? Und wir zeigen dir auch, wie es geht. Wer kennt es nicht? Manchmal entstehen wie aus dem Nichts braune Flecken auf dem Rasen. Oft sind es kleinere Flecken auf dem Rasen und die haben total unterschiedliche Herkunft. Es kann unter anderem Vogelscheiße sein tatsächlich. Es kann aber einfach auch Tiere sein, die auf den Rasen gepinkelt haben und jetzt einen braunen Fleck. Ja, aber es kann im Sommer zum Beispiel auch, können auch Rasenkrankheiten sein, wie zum Beispiel der Dollarspot. Erkennt man einfach so groß wie ungefähr ein Dollar. Es verteilt sich über den ganzen Rasen. Also es kann von Rasenkrankheit bis zu irgendwelchen Tieren sein. Und man weiß am Ende vielleicht nicht, woher die überhaupt kommen. Und leider dauert es meistens auch Wochen, also nicht nur Tage, sondern Wochen, bis durch gute Pflege diese Stellen dann wieder grün sind. Was soll man jetzt dagegen tun? Wenn man jetzt diese Flecken einfach nicht ewig ansehen möchte und warten möchte, bis sie wieder grün werden, dann kann man hier zu einer super einfachen Methode greifen, nämlich einfach Rasenfarbe verwenden. Die Rasenfarbe hält bis zu 12 Wochen und ist sogar noch biologisch abbaubar. Die Anwendung ist ganz einfach, ihr bekommt eine Flasche von uns geliefert, wo die Rasenfarbe schon fertig gemischt drin ist, dann einen Sprühkopf dazu, der Sprühkopf einfach oben drauf schrauben und somit kann schon gestartet werden. Wichtig davor ist vielleicht noch, die Flasche einmal gut durchzuschütteln, dass sich einfach das Gemisch und das Gemeng, was da drin ist, gut vermischt und dann kann losgesprüht werden. Ganz wichtig ist jedoch, die Rasenfarbe bekämpft natürlich direkt das optische Problem, aber das grundlegende Problem bekämpft natürlich die Rasenfarbe nicht. In vielen Fällen, wie zum Beispiel Hundeurin oder auch Vogelscheiße oder auch Überdüngung, ist es meistens so, dass der Rasen sich wieder von selbst erholt und wenn man jetzt die Farbe draufgesprüht hat, dann wächst diese Farbe einfach wieder raus und das Problem ist behoben. Wenn natürlich die Rasenfläche komplett vertrocknet ist und man es jetzt eingesprüht hat, dann muss es natürlich erstmal regnen, bis der Rasen rauswachsen kann und die Farbe auch rauswachsen kann. Und dann muss man schauen, wie das Ausmaß der Vertrocknung war, ob die Wurzeln weiterhin aktiv waren und der Rasen dann wieder kommt oder an manchen Stellen der Rasen auch nicht mehr kommt. Dann müssen natürlich diese Stellen nachgesät werden. Das war es jetzt auch schon mit unserem YouTube-Video zum Thema Rasenfarbe. Die Rasenfarbe ist einfach eine super schnelle Lösung, um braune Flecken vom Rasen zu bekommen. Falls du weitere Fragen hast, schreib die gerne unten in die Kommentare. Ganz wichtig, gib dem Video einen Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen und abonniere unseren Kanal, um weitere Rasenpflege-Videos zu sehen.